Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorstellung der neuen Weltwoche. Es ist mitten im Sommer und wie immer um diese Zeit haben wir eine spezielle Ausgabe bereit. Es ist die Sommerdoppelnummer für dieses Jahr, den 28. Juli und den 4. August oder ja, im Grunde genommen vor allem für den 1. August. Der Obertitel lautet nämlich auch zur Lage der Nation. Ja, so alles in allem kann man sagen, es ist viel drin in diesem Blatt und der Tonfall ist so ungefähr, die Lage ist nicht so schlecht für ein Land außerhalb der EU. Ich habe hier das Titelblatt, das sieht so aus. Es ist wie jedes Jahr jetzt im Sommer gestaltet von einem bekannten Künstler. Dieses Mal ist es der in Brunnen aufgewachsene und in New York lebende und arbeitende Ugo Rondinone. Er hat das Bild gestaltet mit dem Titel Der introvertierte Clown und gemeint ist damit auch ein bisschen die Schweiz. Ja, man sieht immerhin da die Farben, rot und weiß sind da. Mit Blick auf den Inhalt haben wir einige Interviews, unter anderem mit Gerhard Schwarz, dem langjährigen Chef der NZZ-Wirtschaftsredaktion und dann Direktor bis vor kurzem von Avenir Suisse, dem Think Tank der Wirtschaft. Ja, das Thema ist natürlich relativ naheliegend, die liberale Sicht auf die Welt vor allem. Dann neben weiteren Interviews haben wir Porträts, zum Beispiel von Schweizern, die international erfolgreich sind, von zum Beispiel über den Fotografen Marco Grob oder die Filmregisseurin Ursula Meyer. Geschrieben haben auch Texte für uns Altbundesrat Hans-Rudolf Merz oder der Historiker Oliver Zimmer. Darüber hinaus gibt es dann ja, so kürzere Porträts und Stellungnahmen zur Situation heute, zu den Zukunftsaussichten von ja, mehr als 2 Dutzend bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Ja, das ist es etwa. Es ist viel, auch viel Vergnügen beim Lesen natürlich. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen Anfang August.